So, ich spiele jetzt Unturned. Das ist ein kostenloses Spiel, was so ein bisschen länger gibt. Und ich habe lange nicht mehr das Spiel gespielt. Ich glaube, mehr als ein Jahr ist es her. Ich denke, ich spiele mal die neuen Maps. Singleplayer. Germany. Ui. Mountainous County, north of Canada. Was? Im Norden von Kanada? Alles klar. Modernized cities with active military presence. Ha, da gibt's ein Militär. Tourist attraction include breathtaking vistas, hiking the alpine trails and the local, ich bin nicht mehr so wach. Celebration of Oktoberfest. Ha, Recompendent for Intermediate Survivors. Ah, das ist eine große Map und das Survival. Ja, das hat sich alles komplett verändert. Russia gibt's auch. Washington, Yukon. Ich glaube, ich habe Washington zugespielt. Yukon habe ich gespielt. PEI. Prince Edward Island habe ich auch schon gespielt. Ich glaube, Russia und Germany fehlen mir. Ach komm. Weil wir ja Deutsche sind, aus Deutschland kommen, mache ich das. Ah, Play, ja genau. Ja, ich bin verwirrt. Ah, created Bunker Area, Hawaii Last Survival Workshop. Was gibt's hier? Paintball Arena? Alter, egal, aber diesmal Germany. You can turn the sirens in a police vehicle on off by pressing left control as the driver. Das werden wir alles herausfinden. Ah, wir sind jetzt schon am Start. Alter, hat sich das alles komplett verändert? Das ist Deutschland. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Super, aber es läuft flüssig. Es nimmt auf. Alter, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Was ist das untere? Seifenblasenmäßiges. Also der Blitz ist für die Energie. Ah, wir brauchen bald zu essen und zu trinken. Wir haben 99% und 100% Leben haben wir. Alter, gibt's eine Map? No shard found. Inventory G. G, meine ich.
Ja, ich habe ja den Gold-Account, den Gold-Account. Ah, und U sind die Skills. Ach du, das hat sich total verändert. Wo gehen wir lang? Sollen wir den Fluss entlang laufen? Komm, wir gehen den Fluss entlang. Auf gut Glück. Mensch, mir werden die Erinnerungen wach, als ich am Turn gespielt habe. Da ist eine Brücke. Oha, wir sind hier richtig. Und ich habe gedacht, wir wären irgendwie falsch. Da oben ist eine Straße. Lol. Germany ist komme. Und dann auf den Hügel sieht man dann ein Schild, auf dem steht Germany. So in der Hollywood-Schrift. Das wäre was. Kommen hier Autos? Kann ich mich so einfach auf die Straße stellen? Ich gehe mal zuerst mal hier entlang. Aha. So langsam kommen wir der Sache näher. Wir müssen ja eine Siedlung finden, damit wir an Essen rankommen. Was soll es auf dem Weg erzählen? Nun ja, ich glaube, ich habe den Gold-Account vor 2 Jahren gekauft. Und mit dem Gold-Account kann man sich dann ganz spezielle Items holen. Die gibt es nur im Gold-Account. Da wären zum Beispiel diese goldenen Anziehsachen. Die waren, glaube ich, in golden. Ich bin mir nicht sicher, ich kann es vielleicht irgendwann mal zeigen. Und ich glaube, da waren noch irgendwelche extra Skills. Aber ich bin mir nicht sicher. Nun ja, das kostet, glaube ich, 5 Euro. Der Gold-Account, das Upgrade. Und ich spiele jetzt hier tatsächlich ungeübt, obwohl ich fast immer ungeübt in Terraria, genau, in Unturned bin. Und noch gibt es hier keine Zombies. Das ist beunruhigend. Und wir haben ja nur 88% Durstlosigkeitssymbol. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber wir müssen bald etwas zu essen finden. Und wie lange dauert das noch? Mensch, läuft das flüssig. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn ich mir das Video anschaue. Ich muss das hier noch bearbeiten. Wenn ich das machen muss. Ist das die deutsche Autobahn oder wieso ist das? Ich wette mit dir, wenn ich nach rechts gehe, dann komme ich wieder am Anfang. Alle Wege in Deutschland führen im Kreis, das weiß jeder. Das ist leider die Wahrheit. Jetzt muss doch was passieren. Ich laufe die ganze Zeit hier rum und
84%, 86%, 85%. Und sind das eigentlich Büsche mit Beeren? Nee. Weil es gab doch diese Büsche mit Beeren, wo man die pflücken konnte. Vielleicht ist das komplett entfernt worden. Ich weiß es nicht mehr. So lange her. Das Spiel ist so noch klein gewesen, als ich das gespielt habe. Zum ersten Mal, glaube ich, 2014. Mensch, das ist doch uralt, das Spiel momentan. Das ist schon 3 Jahre in der Entwicklung und mehr. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das nochmal gewesen war, aber ganz schon lange her. Für ein Spiel, für ein modernes Spiel. Es gibt Spiele, die vergisst man einfach. Die vor 7 Jahren, keine Ahnung, die spielt man einfach nicht mehr. Oder die vor 8 Jahren. Antörend, der Straßensimulator. Oder Deutschland, der Straßensimulator. Oder der Deutschlandsimulator in Antörend. Das. Ja, das ist die Wahrheit hier. Das ist wirklich so. Germany sieht wirklich so aus. Ich gehe mal da oben hin. Das sieht nach einem Hügel aus. Dann können wir Ausschau halten, wenn es gut kommt. Aber irgendwann müssen wir doch eine Straße. Da ist doch was. Oder sind das nur die Wolken? Nee, das sind nur die Wolken. Ich dachte schon, dass stehen Häuser. Hä? Hm. Warte. Was ist das? Was ist das? Ist das dieses Militärcamp? Sieht das jetzt aus wie der Berliner Flughafen? Das gibt's doch nicht. Die sehen mich gleich. Ich muss von der anderen Seite. Ich muss da irgendwie, weil sonst bin ich, Leute, da oben stehen auch welche. Wie mache ich das? Gehe ich jetzt auf YOLO? YOLO und wenn wir sterben, müssen wir wieder von vorn anfangen. Wir werden irgendwo gespawnt und dann müssen wir wieder solche Kilometer langen Strecken laufen. Ach komm, YOLO. Guten Tag. Wir sind drin. Nein. Nein. Hilfe. Nein. Aua. Kannst du das Flugzeug benutzen? Nein. Nein. Wie geht denn das? Ich glaube mit der rechten. Das war mit der rechten Taste. Muss ich auf den Kopf schielen? Ich habe mir die Knochen gebrochen. Dadurch. Hilfe! Hilfe! Ich kann auch nicht mehr rennen. Das ist ja das Geile. Nein. Hallo? Hä?
Unten in der Leiste ist ein weißer Balken erschienen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, ganz komisch. Ich schaue hier ab. Der Flughafen gefällt mir nicht. Ja, Berlin, so ist es halt. Die Zombies sind eigentlich Arbeiter, die am Flughafen zum gebaut haben, aber verrückt geworden sind und deswegen zu Zombies wurden. So ist das. Und wir schauen mal, ob wir hier ist eine Straße, finden. Ich hoffe ja, dass hier keine Zombies sind. Wir können anscheinend wieder rennen. Ach du, da ist so ein ganz großer Berg. Ja, das ist eine Large Map, aber wie groß ist Deutschland? Vor allem, ich überlege mir, wenn ich ein Auto habe, da bräuchte ich ja mehrere Benzinkanister, um überhaupt von A nach B zu gelangen. Das ist nicht mehr ein-, zweimal füllen. Ah, und der Balken ist unten wieder weg. Ich hoffe, das nimmt wirklich auf. Wenn nicht, bin ich enttäuscht. Aber ich bin optimistisch, was das anbelangt. Und wir müssen uns erst ums Essen kümmern. Wir sind schon fast bei der Hälfte von Essen und Trinken. Und ich sehe einfach nur Bäume, Straßen, Hügel und Zombies. Aber die sind eher seltener hier zu treffen. Kann ich verstehen. Kann ich ehrlich verstehen. Da ist was. Eine Straße, ja genau. Eine Stadt. Aber sieht nicht nach eine Hauptstadt aus. Sieht eher aus wie ein kleines Dorf. Und da stehen wieder Zombies. Und ich lebe nicht. Grafikfehler. Warte, das ist kein Grafikfehler. Das ist ja unter Wasser. Was machst du da? Weg damit. Was soll ich damit? Das genauso. Unsere Chance. Ist das jetzt unter Wasser oder was geht hier ab?
Und der Zombie brennt irgendwie. Das ist unter Wasser. Was? Und ich habe gedacht, what the fuck, wieso ist das? Soll das die Überflutung von Deutschland darstellen oder was? Was? What the fuck, Guy? Ah, die Weste haben wir angezogen. So, so. Open. Schokoriegel. Oh. Komm, das essen wir jetzt. Na toll, jetzt sind wir fetter geworden. Was bringt das? Das zu öffnen? Wir öffnen hier unten die Schränke, das ist ja schon interessant. Den Ofen öffnen wir jetzt auch mal. Da ist was drin. Pick up Potato. Komm, das essen wir auch gleich. Wenn wir hier so da sind, da können wir auch die Lebensmittel essen. Das ist doch totale Verschwendung, wenn wir das nicht tun. Oben. Ich hoffe, hier sind keine Wasserzombies. Was sagt das Inventar eigentlich? Guy? Nee, das brauchen wir nicht. Aber in die Schränke können wir jetzt zauern. Nee, hier ist nix. Die andere. Und das war vorher nicht da. An Turn war es nie so, dass man hier reinschauen konnte und die Stänge rausholen kann. Das war vorher nicht so. Und wir nehmen den Hammer mit. Sie ist halt scheibe. Wenn wir noch keine Waffe haben, können wir das ruhig verwenden. Hier waren wir schon, oder? Ja. Kommen wir schwimmen mal raus. Ja, das ist kein Grafikfehler. Und ich denke mir so, hä? Das wird ja bedeuten. Ah, die Deutschlandfahne. Wir sind in Deutschland. Das wird erstens bedeuten, dass hier alles unter Wasser gekommen ist. Wegen Hochwasser. Das stellt das realistisch dar. Und zweitens. Oh. Wir werden von Zombies entdeckt. Zweitens. Wo ist denn der? Hä? Da oben ist ein Schirm. Was geht? Lol. Nein! Wir werden unter Wasser geschoben. Lol. Ich will da drauf. Kommt die hoch? Oder? Ich will das nicht riskieren. Sind die so schlau? Und wir haben 50% Wasser. Wir müssen was finden. Kann man das öffnen? Nee. Aber eine schöne Aussicht. Tatsächlich unter Wasser sind wir. Über Wasser.
Alles ist hier unter Wasser. Und wir werden immer nasser. Deutschland, was hast du getan? Dich erkenne ich nicht mehr wieder. Oh, Munition. Wir brauchen aber erst ein Gewehr oder so. Das Problem ist, unten sind Zombies, wir sind hier oben, aber brauchen irgendwie eine Fluchtmöglichkeit. Lol. Kommen wir. Nein. Ich schwimme um mein Leben. Alter, wie geil. Da ist ein Auto. Ich weiß, das wird gleich explodieren, weil wir es. Nein! Was für ein Spacko. Nein, mein Dingskurs, mein Skier macht richtig dummer Feld. Lol. Lol. Es brennt. Ist das jetzt explodiert? Keine Ahnung. Lol. Unter Wasser? Lol. Ach so, kann ich schon verstehen. Es geht ja über Wasser gar nicht. Das ist kein Überwasserfahrzeug. Könnte ich schon verstehen. Nein, nein. Jetzt fängt das wieder los. Und ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, weil die. Nein. Ja, verschwindet. Das mag es anhören, wenn die Zombies einfach in der Gegend rumstehen, weil die nicht wissen, was sie tun sollen, weil die so dumm sind.